Ja, hallo, Howie Brain hier. Tja, wie ihr seht, ich bin wieder mal in meiner Garage und das heißt, es ist Zeit, was zu bauen. Wenn ihr wissen wollt, was es wird, bleibt einfach dran. Tja, und wie soll es anders sein? Ich baue mal wieder ein Messer und zwar heute speziell für Karfalke, um jetzt mal genau die Zeit festzuhalten, wie lange dass ich an dem Messer arbeite. Habe ich hier mein Handy. Da drücke ich auf Start und lasse die Zeit mitlaufen. Ich bin selber mal gespannt, wie lange das tatsächlich dauert. Okay, und los geht's. So, der Entwurf ist aufs Metall übertragen. Es ist bloß grob aufgezeichnet, aber mir reicht es. Und ich werde jetzt anfangen, als erstes mit der Flex grob die Länge zu bestimmen und dann mit der Schrubbscheibe von der Flex arbeite ich grob die Konturen raus. Also das heißt, ich werde versuchen, weniger mit den Pfeilen zu machen, mehr mit den Maschinen das Grobe und nur die Feinheiten mit den Pfeilen auszuarbeiten. Ja, 1 Stunde 25 sind um. Das Messer hat seine grobe Form. Jetzt werde ich mir die Flex und die Schrubbscheibe schnappen und werde mir hier mal grob den Scandi anschleifen und den Rest mache ich dann mit der Schleifmaschine weiter. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn ihr mit Maschinen arbeitet, Schleifmaschine, Flex, lasst das Material immer zwischendurch abkühlen. Das heizt sich unheimlich auf, das wird brutal heiß und ruckzuck hat man seinen Werkstoff ausgeglüht. Und das ist eigentlich fürs Messer später einfach nur von Nachteil und nicht von Vorteil. Lasst euch da einfach Zeit, lasst das Material immer wieder länger abkühlen. Der Scandi ist grob angeschliffen und ich habe mir auch schon das Griffholz zurechtgearbeitet, wie man es hier sieht. Und zwar werde ich helles Griffholz nehmen und ich habe mir Stacheldorn ausgesucht. Ich werde mir jetzt die Löcher für die Befestigungspins und das Lanyard-Loch anzeichnen. Dann werde ich sie vorkörnern. Und dann wird gebohrt. Damit ich mir hier meine Pins schön aufzeichnen kann, habe ich mir jetzt Klebeband auf den hinteren Teil, wo der Griff hinkommt, geklebt, habe mir angezeichnet ungefähr, wie weit dass ich meinen Griff mache. Und jetzt werde ich mir eine schöne Mittellinie einzeichnen, damit ich einfach mal sehe, wie die grob läuft. So, jetzt kann man hier grob die Mittellinie sehen. Es geht nicht direkt auf die Spitze, sondern es geht ungefähr hier hin. Das dürfte so Mitte Stahl sein. Und das passt mir eigentlich relativ gut. Was ich machen werde, ich werde mein Lanyard-Loch hier hinten reinsetzen. Ich mache das so ein bisschen Pi mal Daumen. Und dann werde ich mir hier zwei Pins reinsetzen. Wobei ich finde, genau an der Stelle, ja, bin ich mittig. Und das nächste setze ich hier rein. Ich habe mir jetzt grob mal die Stange vom Lanyard-Loch genommen, damit ich sehe, ob die Abstände hier passen. Die Mitte wäre dann ungefähr hier. Gut, das Metall wird mit einem Körner vorgekörnt. Im Endeffekt ist es ein Hartmetallstift mit einer Spitze vorne dran. Damit gehe ich aufs Eisen, gebe mit dem Hammer einen Schlag und ich kriege eine kleine Vertiefung hier im Eisen. Einfach aus dem Grund, dass der Metallbohrer nicht abläuft oder nicht verläuft, wenn ich ihn aufs Metall aufsetze, weil der nicht so eine Zentrierspitze hat wie ein Holzbohrer. Hier ist es wunderbar zu sehen. Das ist ein Holzbohrer. Der hat hier eine wunderbare Zentrierspitze. Die drücke ich ins Holz, dann läuft er mir nicht weg, hat eine Führung und dann kann ich bohren. Und bei einem Metallbohrer, der hat diese Zentrierspitze nicht, sondern der ist einfach nur auf den Schneidwinkel geschliffen. Und wenn ich den jetzt aufs Metall aufsetze und der nicht gleich greift, dann kann sein, dass er mir auf dem Metall wegläuft, dass er mir vom Loch wegläuft. Deswegen
wird vorgekörnt, gibt es die Vertiefung, der Bohrer setzt an und bleibt in der Führung und dann kann man wunderbar bohren. Körnen ist relativ einfach, ich suche mir meine Stellen, setze an und gebe einfach einen Schlag. Zack. Ihr braucht da auch nicht draufknüppeln wie blöd, sondern das Gerät relativ gut. Wenn ich jetzt mein Papier abziehe, seht ihr jetzt hier wunderbar die Vertiefungen drin und jetzt wird gebohrt. Die kleinen Löcher bohre ich mit jeweils 4 mm. Hier hinten kommt ein 8er Loch rein, weil das die Maße von meinen Metallstangen sind, die ich in das Messer einbaue. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt zum Bohren eine Standbohrmaschine oder eine Halterung, dass ihr gerade bohren könnt, weil dadurch die Löcher einfach gerade kommen. Solltet ihr jetzt eine Handbohrmaschine nehmen, kann sein, dass man beim Aufsetzen immer mal nach links oder rechts neigt und dann läuft das Bohrloch krumm und schaut natürlich beim Messer nicht so sonderlich aus und kann auch beim Zusammenbauen später Probleme geben. Es ist vorteilhaft bei der Bohrmaschine, so eine Spannzange zu nehmen, gerade beim großen Bohrer, weil wenn ihr durch seid, verhakt sich der Bohrer gerne und dann reißt euch das Werkstück aus der Hand. Deswegen so eine Spannlehre, damit kommt ihr eigentlich relativ gut durch und ihr habt hier einen sicheren Halt. Gut, dann lege ich mal los und bohre das Ding. Gut, die Löcher sind jetzt gebohrt. Jetzt gehe ich her und tue gerade die Bohrlöcher nochmal mit dem Senkkopf etwas aussenken, weil wenn ich es später verklebe, kommt in die kleine Senkkuhle einfach der Epoxidharzkleber rein und verklebt mir viel besser die Pins, die ich reinmache. So, und jetzt dürft man eigentlich auch sehen, dass die Löcher hier versenkt sind. Und ja, jetzt habe ich soweit fertig. 4 Stunden, 18 Minuten sind auf der Uhr. Das Messer habe ich jetzt soweit fertig, dass ich es härten kann. So, wie gesagt, ich bin beim Härten. Mein Brennofen ist nichts anderes wie eine übergroße Konservendose, die ich mir als Brennofen umgebaut habe. Ich habe hier praktisch meinen Rost, habe Luftlöcher und hier hinten ein großes Loch, wo ich mit dem Gebläse Luft reinblase. Jetzt kommt die Kohle rein, wird angezündet, dann gleich das Messer, dass sich es langsam erwärmt. Und dann gebe ich Luft dazu, blühe richtig hoch, kurze Zeit und schmeiße es dann in Öl. Okay, bleibt dabei. Als Gebläse nehme ich einfach meinen Kegelstaubsauger. Der hat die Funktion, dass ich ihn auf Blasen stellen kann. Und somit kann ich da dann gut Luft reinpusten. Ihr seht, man braucht nicht viel. Low Budget funktioniert. Fünf Stunden und 4 Minuten ist es jetzt her, dass ich mit dem Messer angefangen habe. Ich habe es gerade gehärtet. Es hat jetzt eine richtig abgefahrene Schmiedepatina bekommen. Für heute ist Feierabend. Jetzt kommt es noch zum Anlassen in den Ofen. Ich denke mal so 200, 240 Grad für 2 Stunden. Dann mache ich den Ofen aus und lasse es abkühlen. Und dann kann ich morgen anfangen, das Messer nachzuschleifen, die Griffschalen drauf zu machen. Ja, okay, bleibt dran. Das Messer ist gehärtet, es war im Ofen. Ich habe jetzt leicht die Patina schon mal abgeschliffen. Und jetzt geht es darum, die Griffschalen anzupassen. Gestern lag ich bis zu dem Punkt bei 5 Stunden, 4 Minuten, glaube ich. Und jetzt geht's weiter. So, ich habe hier mein Holz für die Griffschalen. Jetzt passe ich das hier drauf an und zeichne es mir auf. Beschrifte die Seiten, was 1 und 2 ist. Als Befestigungsmaterial habe ich hier Messingstangen. Einmal eine 4 mm Vollmessingstange und eine 8 mm Hohlmessingstange.
wird jetzt abgeschnitten und dann passt's. Kanten brechen, damit es schöner durchrutscht. Die Teile passen gut durch. Ich habe mir für die Sache extra einen Behelfspin gemacht, den habe ich hier angespitzt. Der kommt jetzt nämlich genau hier rein. Und wenn ich den anklopfe, verrutscht mir hier das Messer nimmer. Das mache ich mit zwei Pins, einmal hier und einmal hier. Dann bohre ich zuerst das Achterloch, stecke das ein, dann verrutscht mir das Messer hinten nimmer und dann kann ich mit den beiden Pins anfangen. Ja, die Löcher sind gebohrt. Auch auf der innenliegenden Seite gibt mir jetzt wieder einen Ausreiber und versenkt die Löcher ein bisschen, reibt sie ein bisschen aus. Einfach aus dem Grund, dass später auch das Epoxidharz sich da in die Ausreibekerbe setzt und somit Pin und Griffschale gut miteinander verklebt. So, und das gleiche mache ich aber auch auf der Vorderseite, auf der Sichtseite, aber nicht zu tief. Einfach, dass mir beim Einschlagen der Pins das Holz nicht nach oben aussplittert. So, jetzt habe ich das Holz schon mal grob auf der Messerklinge fixiert und so kann ich es jetzt anfangen auszuarbeiten und kann schon eine relativ gute Grundform hinmachen, dass ich es relativ bündig hinkriege, weil es hält mir jetzt und später haue ich mit dem Durchschlag die Pins wieder raus, aber jetzt kann ich hier die schöne Griffkontur hinschleifen und muss es dann später nicht nach dem Verkleben machen. Griffform wurde angepasst. Jetzt habe ich die Griffschalen weggemacht, habe sie wieder mit den Pins zusammengefügt und jetzt wird hier die Endkontur praktisch an beide gleichzeitig hingeschliffen und ja, die Oberfläche lasse ich so wie sie ist, weil ich es nachher beim Pressen leichter habe. Ich werde sie noch ein bisschen dünner machen, aber ansonsten lasse ich sie so und arbeite dann den Rest, die tiefen Konturen, dann später aus, wenn das Messer verklebt ist. Ja, knappe 3 Stunden und 40 Minuten sind um. Ich habe die Schneide schön nachgeschliffen und habe es auf eine relativ gute Grundschärfe gekriegt, um es jetzt einfach verkleben zu können. Es hakt noch an manchen Stellen, aber der Rest wird nachgeschliffen nach dem Verkleben. Jetzt werde ich hergehen, werde die Klinge mit Klebeband abkleben. Jetzt habe ich mir hier grob den Griff draufgelegt und klebe hier ziemlich an der Griffkante entlang. Einfach aus dem Grund, dass mir die Klinge später nicht mit Epoxid versaut wird und ich da irgendwie rumschleifen muss und muss das Epoxid wieder von der Klinge runterarbeiten. Schneide ist abgeklebt, die Pins sind zurechtgeschnitten. Ich habe die jetzt so knapp 1,5 mm kürzer gemacht, wie meine Länge, die ich brauche, mit den zwei Griffen zusammen. Einfach, dass ich beim Pressen das Holz schön zusammenpressen kann und dass das Holz nicht durch die Stifte, die dann bündig sind, nicht nachgeben kann. Deswegen habe ich sie ein bisschen kürzer gemacht, weil das wird ja nachher in der Fläche noch verschliffen. Ich probiere heute einen anderen Epoxid aus, der innerhalb von 5 Minuten fest sein soll. Deswegen bereite ich jetzt alles vor und dann gucke ich, dass ich so schnell wie möglich das Ding zusammenbringe. Jetzt heißt es wacken. Ja, 2 Stunden sind rum. Der Kleber ist fest. Super geil. 2 Stunden. Bombe, Sache. Und jetzt schleife ich den Griff. Hier will ich ein wenig ab. Hier mache ich eine kleine Kehle rein und mache den dann so hier ein bisschen handlich.
die Kehle hier, damit er später besser in der Lederscheide hält, damit ich die anmodellieren kann und auch, dass hier ein Fingerloch drin ist. Und die Zeit läuft wieder. Ja, mittlerweile ist es 20 vor 9 und ich bin soweit fertig. Das Messer ist geschliffen, der Griff ist fertig. Im Endeffekt muss ich es jetzt nur noch ölen. Nochmal eine Stunde und 26 Minuten kommen aufs Konto. Und so schaut es jetzt aus. Ich habe den Griff anatomisch geformt. Auch hier läuft das schräg, weil der Finger hier so schräg rüberläuft, wenn ich es in die Hand nehme. Eine Daumenrampe dran. Ja, jetzt wird es nochmal geölt und dann zeige ich es euch nochmal, wenn es fertig ist. Ja, das war es auch schon wieder von mir. 11,5 Stunden habe ich gebraucht für den Bau eines Outdoor-Messers mit ja, nicht so professionellen Maschinen, Materialien im Low-Budget-Bereich, ihr habt es ja gesehen. Ich hoffe, das Video war dementsprechend informativ, dass ihr damit was anfangen könnt, wenn ihr das auch mal probieren wollt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Abo da oder einen Daumen hoch, würde ich mich drüber freuen. Die Details des Messers, eine schöne Vorstellung, gibt es in einem separaten Video, das ich zum Schluss einblende. Genauso wie ein Video zur Entstehung der Lederscheide für dieses Messer. Wie gesagt, klickt drauf, schaut es euch an und ja, ihr seid dementsprechend informiert, um euch ein komplettes Messer mit Scheide zu bauen. Ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, geht raus, probiert's aus, haut euch rein, bis dann, ciao.